Hallihallo, ich grüße euch zu einem neuen Video bei mir in der Heimat, bei mir an meinem Heimatfluss, an meinem Hausfluss, an dem Fluss, wo wahrscheinlich meine ganze Anglerkarriere mal begonnen hat. Wir befinden uns auf einer der zahlreichen Schleusen am Neckar. Das hier ist das Flussgebiet, an dem ich, kann man so sagen, meine ersten Schritte im Bereich Angeln, anfangs Rumdottlerei auf Barben, auf Döbel, Hauptsache es beißt was, kennt ihr ja sicherlich, ne? Und dann später Karpfenangeln und dadurch auch zum Welsangeln gekommen bin. An diesem Fluss hier hat alles begonnen. Hier unten wird gerade ein Schiff nach Heidelberg hochgeschleust. Im oberen Bereich ist Heidelberg, da beginnt dann langsam das mittlere und obere Neckartal. Und hier im unteren Bereich geht der Neckar nach Mannheim und fließt dort in den Rhein. Ja, ich war früher sehr, sehr viel hier an meinem Hausfluss, an meinem Heimatfluss, dem Neckar, unterwegs. Es gibt einen sehr guten Wallerbestand, aber in erster Linie hat mir es damals die Karpfen angetan. Ich habe hier in diesem Fluss die ersten großen Karpfen fangen dürfen. Vor allen Dingen das obere Neckartal. 20 Jahre zurück hat das obere Neckartal, das ist glaube ich sogar noch länger her, vielleicht sogar 25 Jahre, Schlagzeilen gemacht in allen Fachmagazinen, in allen Angelzeitungen mit dem Big Ben Karpfen. Also ein riesiger Spiegelkarpfen war das hier in Deutschland. Und das obere Neckartal war damals schon in der Karpfenangler-Szene ein Gebiet, wo man die Chance hatte, richtig große Fische zu fangen. Aber es war sehr, sehr schweres Angeln. Ich habe da oben auch sehr viel geangelt. Und damals war es so eine Quote, wenn man 3, 4, 5 Nächte raus ist, hatte man eine Chance auf einen Fisch. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Aber es war damals schon sehr spannend für mich als Jungangler. Aber in keinster Weise einfach, an irgendwelche Fische ranzukommen. Das untere Neckartal, wo wir uns jetzt befinden, das hat einen ganz herrlichen Bestand an Wildkarpfen. Hier ist der Fischbestand, die Fischdichte, vermute ich mal zu sagen, etwas größer. Aber es fehlen vielleicht die richtig großen Ausnahmefische. Auch in dem Revier hier konnte ich, glaube ich, war das letzte Mal vor 2 oder 3 Jahren hier. Ich blende euch mal das Video hier oben ein. Da hatten wir an so einem langgezogenen Krautgürtel in einem Oberwasser von einer Schleusenanlage geangelt, richtig starke Fische gefangen. Und seitdem war ich nicht mehr am Neckar zum Karpfenangeln. Ich war jetzt viel an Seen unterwegs oder an Flüssen in anderen Regionen und habe mir gesagt, ich habe jetzt ein bisschen Zeit. Warum nicht mal wieder an meinen Hausfluss, den Neckar, gehen und euch mitnehmen? Ja, jetzt müssen wir uns hier nur noch einen schönen Angelplatz suchen. Gucken jetzt hier noch mal kurz runter. Finde ich immer eine mega Sache, wie diese Boote hier, diese riesen Kutter, hochgeschleust werden aufs nächste Level. Es ist schon ein ganz schöner Unterschied, ne? Wenn man hier runterschaut. Und dann da oben, wo das Tor ist. Auf das Level wird das Schiff jetzt angehoben. Ich frage mich ja immer, ob da auch Fische mit durchgeschleust werden. Wenn jetzt die Schleusentore hier offen sind und die mit so einem Schiff mit rein schwimmen, sind sie plötzlich auf einer ganz anderen Strecke drauf. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. So, wir werden uns jetzt hier in der Nähe einen Angelplatz suchen. Ich finde so Schleusenanlagen immer ultra spannend, weil hier läuft alles irgendwo zusammen, vor allen Dingen im unteren Bereich. Der obere Bereich ist jetzt kanalisiert, ist ein reiner Kanal, der hochgeht bis Heidelberg. Und auf der anderen Seite ist der Altarm. Aber hier vor allem im unteren Bereich, seht ihr ja, trifft irgendwie so alles zusammen. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen erkennen. Wir haben starkes Gegenlicht durch die Sonne. In so einem Fall gilt ja natürlich auch so eine Schleusenanlage immer als wie eine Art Sperre für die Fische. Und Fische, die hier hochziehen, Karpfen, ziehen ja sehr viel im Fluss. Die müssen auf jeden Fall hier irgendwo auf diesem Schleusenbereich treffen. Im Schleusenbereich selbst haben wir stehendes, ruhiges Wasser. Bestimmt auch kein schlechter Angelplatz, aber ihr habt halt permanent Schiffe, die raus und rein fahren, richtig Unruhe machen. Wäre dann wahrscheinlich interessant, um rein nachts hier zu angeln. Mal gucken, wir fahren mal ein Stück Fluss ab jetzt, mal schauen, ob wir was Interessantes finden. Thank you.
Ja, wir sind jetzt ein Stück unterhalb von der Schleuse. Jetzt wartet gerade ein Schiff auf den Schleusvorgang hoch ins obere Neckartal nach Heidelberg. Ja, und hier unten finden sich viele, viele spannende Angelplätze. Also hier in diesem Gebiet auf jeden Fall werden einige Fische zusammentreffen, werden sich einige Fische versammeln, Weißfische wie auch Raubfische. Hier oben könnt ihr schön erkennen, da teilt sich der Neckar. Hier geht der alte Neckar los, hoch nach Heidelberg. Und hier drüben die Schleuse, wo wir gerade drauf standen. Ja, und hier im unteren Bereich geht es weiter nach Mannheim. Und hier werden wir uns jetzt irgendwo einen Angelplatz suchen. Ich habe auch ein bisschen Futter dabei. Das liegt noch oben im Auto. Ich wollte erstmal hier am Ufer entlanglaufen, um nach aussichtsreichen Angelplätzen zu schauen. Ein bisschen Futter kann am Fluss natürlich nie schaden. Ne? Natürlich müssen die Fische irgendwo in der Nähe sein. Ihr werdet an so einem Fluss wie dem Neckar oder auch an allen anderen Flüssen nie über Futter die Fische zu euch an den Platz ziehen. Das ist Quatsch, so viel kann kein Mensch füttern. Aber auf jeden Fall ein paar Leckerlis am Spot. Wenn die Fische vorbeiziehen, regen sie auf jeden Fall zum Fressen an und animieren sie dazu, vielleicht mal wieder vorbeizuschauen. Ja, sieht ganz spannend hier aus. Guck mal hier unten. Überall diese Krautfahnen an der Uferkante, das gefällt mir sehr gut. Der Neckar ist natürlich auch großteils oder in vielen Bereichen verbaut für die Schifffahrt. Das ist ein bisschen schade. Aber wir finden hier im unteren Neckartal immer noch viele natürliche Bereiche mit Krautfeldern hier im Wasser, mit Flachwasserbereichen, mit strömungsberuhigten Bereichen, wo die Schifffahrt nicht so drauf wirkt. Und auch viele, viele Bereiche, wo wir tolle Rückzugsgebiete für die Fische haben. Ja? Wie zum Beispiel diese zahlreichen Krautfelder hier, wo sich natürlich auch prächtig die Fischbrut, die Jungfische entwickeln können. Ja, wir haben hier ein relativ steiles Ufer. Unten beginnt dann die Steinpackung. Und an dieser abfallenden Kante, vielleicht so 10, 15 Meter raus, da will ich es probieren. Da vermute ich, dass die Karpfen entlangziehen und fressen. Ähnlich wie beim Wels. Ne? Auch immer diese Kanten. Da ist gerade eben ein Fisch in dem Kraut hochgekommen. Immer ein gutes Zeichen. Ähnlich wie beim Welsangeln, ja. Immer diese abfallenden Kanten, wo die dann auf den normalen Flussgrund treffen. Der Neckar hat dann keine großartigen Besonderheiten mehr, ja. Es geht hier die Kante runter, läuft rüber. Natürlich gibt es Gebiete, wo es mal ein bisschen tiefer, ein bisschen flacher ist. Aber ansonsten ist es dann sehr monoton. Auch in der Mitte vom Fluss könnt ihr Fische fangen, das ist ganz klar. Aber ich versuche dann immer an solchen markanten Ecken, wie der abfallenden Steinkante, der Uferkante hier, der Uferböschung am Fluss, Fische zu finden, Fische zu fangen, ja. Suchen mal noch ein bisschen weiter nach einem interessanten Platz. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Am besten wäre es jetzt natürlich, wenn irgendwo ein Karpfen hier springen würde. Dann wüsste ich 100%, dass sie da sind. Aber jetzt, der Herbst kommt in starken Zügen. Der Sommer ist vorbei. Wir haben zwar heute noch mal richtig schön warm, also es ist ein goldener Herbst hier in Deutschland. Aber es sind auf jeden Fall jetzt perfekte Angelbedingungen. Ja. Es war einiges an Regen da. Das Wasser ist ein bisschen eingetrübt, nicht zu stark. Das ist wichtig. Hochwasser oder richtig trübes Wasser. Da würden dann die Karpfen auch in die Überschwemmungsgebiete, sofern sie da sind, reinziehen. Aber so ein bisschen angetrübtes Flusswasser, Wasser, was jetzt langsam auch abkühlt zum Winter hin, das animiert die Fische, das regt die Karpfen zum Fressen an. Ich habe ein schönes, ruhiges Plätzchen hier am Flussufer gefunden. Ich hoffe, dass die Karpfen auch vorbeiziehen. Wie gesagt, wir werden ein bisschen Vorbereitung treffen, ein bisschen anfüttern. Fini, das riecht gut für dich, gell? Ich habe hier so ein Liquid dabei. Was ich damit mache, zeige ich euch gleich. Dann habe ich momentan meinen absoluten Lieblingsboilie dabei, die Protex-Kugeln. Und hier im Eimer habe ich noch Pellets, ja, die kennt ihr.
Die lösen sich in 3-4 Stunden hier im Wasser auf, verbreiten eine schöne ölige Duftwolke. Also die sind schnell weg, die sind nur als Attraktoren gedacht. Und zum Fischefangen die Boilies. So, ich baller mir jetzt hier ein Kilo mal rein. Kilo Pellets ist noch im Eimer drin. Das sollte reichen. Und benetze diese Ködermischung jetzt noch mit einem Liquid. Das Liquid hat auch einen starken, naja, Lebergeruch ist es. Reich an Attraktoren. Kommt gerade so ein bisschen was drüber. Und jetzt wird das Ganze gut durchgeschüttelt, damit es schön, aufgenommen wird von den Boilies und von den Pellets. Alter Falter, das ist eine Geruchsexplosion. Nicht unbedingt für den Mensch, aber ich hoffe doch für die Karpfen. Ja, die Protex-Boilies, das ist ein Fischmehl-Boilie, hoher Anteil an Fischmehlen. In Verbindung mit Rinderleberextrakten konnte ich in der Vergangenheit richtig gut fangen. Hauptsächlich halt am Baggersee und jetzt will ich sie mal hier am Fluss einsetzen. Wenn ihr auch mal Bock habt auf die Produkte von Bait Lounge, die zu testen, euch mal die einzelnen Produkte anzuschauen, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Rabattcode. Stefan-Karpfen, da spart ihr 10% auf alle Produkte von Bait Lounge. Schaut es euch mal an. Ich bin bisher mega begeistert und bin wirklich gespannt, was die Teile hier an meinem Hausfluss bringen. So, jetzt werden wir 2 Kilo versenken und dann bin ich wirklich gespannt, wenn es morgen Abend hier an den Fluss geht. Hier vorne erkennt ihr ja auch gut wieder diese Krautfahnen im Wasser und direkt dahinter, wo die Kante hier am Fluss abfällt, dort werde ich jetzt anfüttern und genau da werden wir es dann auch morgen Abend probieren. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Circa 2 Kilo, vielleicht waren es auch 2,5 Kilo an Futter sind jetzt ins Wasser geflogen und morgen Abend sehen wir uns an Ort und Stelle wieder und da probieren wir es aus. Ob wir Glück haben und vielleicht einen der fantastischen Wildkarpfen hier am unteren Neckar ans Band bekommen. Die faulen Karpfenangler. Zuerst steht die Liege. Beim Welsangeln gibt es sowas nicht. Da kommen erst die Ruten ins Wasser und dann wird das Camp aufgebaut. Nee, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich grüße euch übrigens am Fluss. Wir haben 17.30 Uhr, noch gute 2 Stunden Zeit, bis es dunkel wird. Ich hatte schon Angst, dass heute unsere gemeinsame Karpfensession ins Wasser fällt, weil es heute Nacht ziemlich stark geregnet hat. Und ich habe echt Angst gehabt, dass der Neckar das Steigen beginnt und dann wäre es Karpfenangeln, das sinnvolle Karpfenangeln hier im Fluss vorbei gewesen. Denn die Karpfen ändern dann sofort ihre Zugrouten und es wird wirklich schwierig. Ich bin mit leichtem Gepäck unterwegs, liege so eine Thermalschlafdecke gerade drüber geschmissen. Wenn kein Regen kommt, werde ich auch so heute Nacht pennen. Ansonsten habe ich noch für Notfall mein Zelt dabei. Das kann ich dann rucki zucki aufbauen, aber jetzt tagsüber lieber ein bisschen low machen. Das Nachtangeln ist hier am Neckar in dem Gebiet, wo ich unterwegs bin, seit diesem Jahr komplett erlaubt. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir hier irgendein Campingareal aufbauen. Also Riesenzelte mit Bodenplan und so weiter sind hier komplett fehl am Platz. Da schaut auch die Wasserschutz oder die ortsansässigen Kontrolleure danach. Deswegen verhalte ich mich auch lieber ein bisschen unauffällig. Tagsüber liege. Wenn es nicht sein muss, baue ich nachts auch kein Zelt auf, ansonsten nachts ein kleines unauffälliges Schirmzelt. Und da seid ihr bestens beraten und habt nicht so viel zu schleppen. Ja, ich sitze noch im T-Shirt da, habe jetzt auch ein bisschen Action gehabt, habe ein ganzes Stück vom Auto aus schleppen müssen. Aber es ist noch relativ warm, ja. Der Herbst kommt zwar langsam,
aber wir haben noch angenehme Temperatur, nicht mehr diese immense Sommerhitze. Es ist richtig angenehm. So, und jetzt heißt es Ruten vorbereiten. Wir schauen erstmal runter ans Wasser, den Platz an, den wir heute Nacht runter müssen. Der ist ziemlich steil. Hier geht's runter. Die Strömung ist ein bisschen stärker geworden, als wo wir gestern hier waren zum Füttern, aber wir werden nicht weit draußen angeln. Hier hinter diesen Krautschleiern da haben wir gestern Futter gebracht und dort werden wir auch die Ruten ablegen. So, Dele, sieht alles ganz gut aus. Jetzt haben wir noch gute 2 Stunden Zeit, bis es dunkel wird. Dann sollten die Ruten im Wasser sein. Ruten bauen wir schnell zusammen. Zeige ich euch, was ich da mache. Kein großes Hexenwerk. Ich ändere jetzt hier kaum was gegenüber der Fischerei, die ich sonst am See betreibe. Ich zeige euch meinen Rig. Dann noch ein bisschen Futter rein, Ruten drauf. Und dann machen wir uns gemütlichen Abend hier am Fluss im Neckartal. So, hier seht ihr mal, ich habe gar nicht viel dabei für so eine schnelle Nacht. Meine Tackle-Box, die brauchen wir jetzt zum Vorfachbau. In der Tasche sind die Swinger drin. Und eins der wichtigsten Dinge für das Angeln am Fluss, auch teilweise für das Angeln an anderen Gewässern, Schlagschnur. Ja, die müssen wir auf jeden Fall montieren. Und natürlich eine schnelle Mahlzeit, wenn heute Abend der kleine Hunger kommt. Bei solchen Kurzsessions habe ich natürlich keinen Bock, irgendwie einen Grill mitzuschleppen oder irgendwelche riesen Proviantvorräte. Y-Food ist da mein perfekter Begleiter. Pistazie, mega lecker, macht satt und geht super schnell und ist natürlich leicht zu transportieren und wird nicht schlecht, ja, braucht keine Kühlung. Das gibt's heute Abend, wenn die Ruten liegen. Ich habe auf meinen Rollen als Hauptschnur das ganze Jahr über eine geflochtene Schnur drauf. Da bin ich am flexibelsten mit, falls ich mal weiter ziehen muss, habe keine Dehnung und habe eine riesen Schnurfassung. Und im vorderen Bereich montiere ich immer je nach Gegebenheiten, ob ich am See oder am Fluss angel, eine monophile Schnur, eine sogenannte Schlagschnur. An einem normalen Baggersee ohne große Hindernisse montiere ich mir ca. 10-15 Meter von der 40er Mono vorne drauf. Jetzt hier am Fluss gehe ich eine Nummer stärker, um Schutz zu haben vor scharfkantigen Steinen, vor Muschelfeldern. Hier setze ich auf eine 0,57 mm starke Mono. Hiervon montiere ich ca. 10 Meter auf meine geflochtene vorne drauf und verbinde somit beide Vorteile der Schnüre. Hier habe ich keinerlei Dehnung, kaum Wasserwiderstand und im vorderen Bereich kommt die Dehnung und ich habe perfekten Schutz vor scharfkantigen Steinen, Muschelfeldern, etc. und habe auch einen Puffer, wenn der Karpfen mal richtig in die Bremse reingeht, die Dehnung der Mono. Ganz perfekte Zusammenstellung. Der Knoten ist mega einfach. Ich verwende hier den sogenannten doppelten Krinnerknoten. Ich zeige euch schnell, wie das funktioniert. Auf der einen Seite habt ihr euer Geflecht. Der anderen Seite die Mono, die legt ihr jetzt schön nebeneinander. Ich nehme jetzt die Geflechtschnur, lege die in so einer Schlaufe zurück und gehe jetzt 7-mal durch die entstandene Schlaufe. Lege die Wicklung schön aneinander. 3, 4, 5, 6, 7, feuchte das Ganze an, ziehe das schön langsam zusammen, achte darauf, dass sich nichts überschlägt. Und das Gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite, ich drehe mir es dann meistens gerade rum, lege mir jetzt mit der Mono eine Schlaufe und wickel die Mono jetzt 5-mal zurück. 1, 2, 3, 4, 5. Ganze wieder gut anfeuchten, schön langsam gegeneinander ziehen, dass sich der Knoten jetzt schön zuzieht. Zack. Jetzt nehme ich das Ende der Mono hier und das Ende der geflochtenen und ziehe beide Knoten gegeneinander. Die rutschen jetzt schön gegeneinander. Zack. Übe jetzt nochmal Druck aus an den einzelnen Enden und habe eine ganz perfekte Verbindung. Die überstehenden Enden schneide ich mir ab, lasse noch ein bisschen was überstehen
So sieht es dann aus, ja. Dieser doppelte Grinnerknoten, den setze ich schon viele Jahre ein, ist schnell und einfach zu binden. Auch beim Welsangeln übrigens mein Schlagschnurknoten. So, und jetzt werden die Rollen gespult. Zack, erstmal die Rute hier aus den Hecken rausholen. Zack, das reicht schon. Habe ich genug Puffer vorne auf der Rolle drauf. Und jetzt können wir schon die Montage anbringen. Auch hier kein großes Hexenwerk. Im vorderen Bereich nutze ich eine zusätzliche Bleischnur, die meine Montage schön auf den Grund legt. Submerge in der Stärke 40 Lips. Nutze ich eigentlich überall, egal wo ich unterwegs bin. Ich ziehe jetzt noch schnell mit einer Ködernadel das Submerge durch mein Blei. Zum Einsatz kommt ein 140 Gramm Gripperblei. Zack. Das reicht hier. Ich habe ja keine große Entfernung, die ich angle, und auch keine starke Strömung. So, das Submerge verbinde ich jetzt mit meiner Schlagschnur, mit einem ganz normalen Knoten eures Vertrauens. Ist oben eine kleine Schlaufe dran durch die Spleißung. Zieht euch einfach drauf. So, und die Grundbestandteile der Montage sind ready. Einfach, effektiv, kein großer Schnickschnack hier am Fluss. Jetzt bauen wir uns noch schnell unser Vorfach zusammen. So, ich lege mir mal kurz mein Bivi-Table hier auf die Knie, da kann ich schön drauf basteln. Ihr braucht gar nicht viel. Ihr braucht stabile Haken für den Fluss. Ihr braucht so ein paar kleine Ringe. Ihr braucht ein paar Kickers. Und ihr braucht Vorfachmaterial. Ich nutze sehr gerne geflochtenes Vorfachmaterial. In manchen Situationen nutze ich auch Mono am Fluss. Viele Angler schwören ja auf Mono am Fluss, aber dadurch, dass ich hier keine riesigen Wurfentfernungen habe und auch so gefühlvoll werfen kann und keine Angst vor Verwicklung habe, kann ich auch hier auf Geflecht zurückgreifen. So, ich ziehe mir jetzt hier gute 30 cm runter. Schneide das überstehende Ende ab. Das Cortex-Material hat eine Ummantelung. Von der Ummantelung entferne ich circa ein Drittel auf dem Vorfach. Das könnt ihr machen mit guten Fingernägeln oder auch mit den Zehen. Ritzt ihr das hier vorne euch so ein bisschen an und dann zieht ihr die einfach euch runter. Zack. Hier vorne wird es jetzt weicher, das Geflecht, und hier ist es schön steif. Ins obere Ende binde ich mir jetzt einfach eine Schlaufe. Ich mache mir die ein bisschen größer, denn ich werde zwei Boilies einsetzen, also einen größeren Hakenköder. Dass die da schön gebremst werden hier noch durch den entstandenen Knoten. Zack, überstehende Ende könnt ihr auch euch abschneiden. So. Harte Köder kommen zum Einsatz, Protex Hookbaits. Die sind länger gehärtet als die normalen Boilies, die wir hier gefüttert haben. Um natürlich Weißfischattacken zu widerstehen. Bevor ich jetzt die Köder auf die Schlaufe aufziehe, mache ich mir noch einen zweiten Knoten in die Schlaufe rein. Das sorgt dann einfach für optimalen Halt der Boilies auf dem Haar. Passt mir das jetzt mal ungefähr an. Mache mir noch einen dritten hier rein. Damit die Boilies auf keinen Fall rutschen können, ja. So, jetzt nehme ich den ersten Köder, fädel mir den hier auf. Ja, seht ihr, wie richtig schön fest das drauf geht? Zack. Nehme jetzt den zweiten Boilie, schneide mir oben ein Stückchen ab, dass der schön flach wird. Ziehe mir den jetzt hier auf die Ködernadel auf. Zack. Und habe jetzt ein richtig schönes, kompaktes Köderpaket.
Hier oben kommt jetzt ein kleiner Stopper durch. Schiebe jetzt die Boilies direkt auf den Stopper drauf. Und durch diese einzelnen Knoten in der Schlaufe oben halten die Köder ganz perfekt, ja, und verrutschen nicht. So sieht es aus, das System. So, jetzt kommt unser Ring zum Einsatz. Der Ring sorgt dafür, dass der Köder perfekt auf dem Hakenschenkel kleidet. Nehmen wir hier so einen kleinen Ring jetzt mal raus. Den müsst ihr als erstes auf euer Vorfach aufziehen. Zack. Und jetzt passen wir genau den Köder dem Haken an. Ich stehe auf einem Abstand vom Haken zum Köder ungefähr, wo es so ein Finger mit reinpasst. Ich nehme jetzt einfach meinen Haken und gehe hier durch den Ring durch. Und suche mir jetzt hier den perfekten Abstand. Und den Ring fixiere ich jetzt gleich mit einem Knoten auf der Höhe des Widerhakens. Fixiere das Ganze, wo der Ring sitzen soll. Und knote den Ring jetzt einfach mit einem einfachen Knoten an. Halte jetzt den Ring fest auf dem Haken. Und ziehe einen Knoten auf den Ring. Checke nochmal, bevor ich den Knoten zuziehe. Ihr könnt ihn immer noch ein bisschen verschieben, ob der Abstand passt. Perfekt. Ziehe den Knoten straff. Fixiere jetzt den Knoten und gehe mit dem Ende des Vorfachs hier durch mein Hakenöhr. Und schließe die ganze Montage ab mit einem normalen No-Knot. Siebenmal zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ende des Geflechts durchs Hakenöhr schieben. Und fertig ist euer Rig. Könnt ihr nochmal sehen, hier passt schön mein Zeigefinger zwischen rein, schöner Abstand. Und den oberen Bereich hier schließe ich jetzt ab mit einem sogenannten Flipper. Das sind so kleine Silikongummischläuche einer speziellen Biegung, die für ein perfektes Drehen des Hakens im Karpfenmaul sorgen. Schiebt da einfach euer Geflecht jetzt hier durch und setzt den Flipper hier unten auf die Wicklung so leicht drauf. So soll das dann aussehen. Ganz perfekt. Am Ende des Vorfachs schiebe ich jetzt noch ein Stück Tube auf das Geflecht. Zur schnellen Verbindung mit dem Quick Change am Wirbel jetzt. Passe mir das Ganze an. Circa 25 cm ist mein Vorfach im Fluss lang. Ein Abschluss bildet eine Schlaufe mit einem Achterknoten. Zack. Überstehende Ende wird abgeschnitten. Ein kleines Stück lasse ich noch überstehen. Das führe ich hier in meinen Tube mit ein, dass sich das schön da drin verstecken kann. So, und jetzt wird das Ganze hier mit dem Quick Change an meinem Blei verbunden. Vorfach einfach eingeklinkt, den Tube drüber geschoben. Das ganze System ins Festblei reingezogen. Zack. Und rucki zucki ist mein Vorfach einsatzbereit.
So, die Ruten sitzen nach bestem Wissen und Gewissen. Ja, Finny, hallo. Fangen wir heute Nacht den Karpfen? Wäre cool, ne? Nach den ganzen Jahren mal wieder. Schauen wir mal. Ich habe jetzt circa ein Kilo nochmal gefüttert. Wenn Karpfen hier hochkommen an der Kante entlang, ist das gar nichts. So ein Flusskarpfen, der sammelt richtig auf. Aber jetzt erstmal abwarten. Wenn der erste Biss kommt, können wir ja dann immer wieder noch ein bisschen Futter bringen. Meine Ruten habe ich leicht hochgestellt. Finny, du musst mal ein Stück auf die Seite gehen, dass die Leute das sehen können. Damit möglichst wenig Wasserdruck auf die ausgelegte Montage herrscht, also möglichst wenig Schnur im Wasser drin ist. Und im hinteren Bereich, ganz wichtig, die Ruten sicher eingeklinkt. Ja. Ich nutze hier solche richtig festen Clips, die Rute richtig halten. Denn ein Flusskarpfen kann richtig eskalieren, wenn er gehakt wurde. Ja, ein paar ganz schön dunkle Wolken ziehen jetzt noch hier durch. Ich werde jetzt noch schnell mein Schirmzelt aufbauen. Und dann gehen wir zum gemütlichen Teil des Abends über. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen, dass wir einen schönen Flusskarpfen hier ans Band bekommen. Ganz schön schepp meine Hütte, ne? Ich habe hier auf der linken Seite eine Sturmstange vergessen. Finny auf den Platz, komm, abgelegt. Platz machen wir. Aber ist wurscht. Für die Nacht wird es schon passen. Und so schlimm soll laut Wetterbericht das Wetter ja nicht werden. Ja. Okay. Dann bis zum Biss. Der erste Fisch ist am Start. Gar nicht so einfach hier runter zu kommen. Was ist denn das? Ein Rapfen. Unglaublich. Mann, komm hier am Steilhang. Nee, das ist kein Rapfen. Das ist eine relativ große Nase. Das ist ja unglaublich. Eine Riesennase auf so einen Köder. Das ist ja wirklich unglaublich. Eine riesige Nase auf den doppelten Protex. Sowas habe ich auch nicht erlebt. Der Anfang ist gemacht. Noch nicht der Zielfisch, aber Fisch ist am Spot. Petri Heil. Ich hoffe, der nächste ist ein Karpfen. Eine Nase. Wupp, wupp. Alter Falter, habt ihr sowas schon mal erlebt? Also, ich habe hier schon große Barben gefangen am Fluss, große Brassen, Döbel, aber eine Nase. Eine Nase auf zwei Kugeln hintereinander. Das habe ich schon erlebt. Postet doch mal unten in die Videokommentare, ob ihr schon mal eine Nase beim Karpfen angefangen habt. Ich habe erst gedacht, es wäre ein Rapfen. So aus dem Wasser gesprungen, kurz vorm Kescher. Eine Nase. Aber eine Nase zeugt für eine sehr, sehr gute Wasserqualität. Daumen drücken, dass der nächste Huber der Zielfisch ist. Wir wollen ja Karpfen fangen. Alter, läuft das Ding los, läuft das Ding los. River Carp. Jetzt muss ich erstmal hier runter. Oh. So, jetzt muss ich mal irgendwo die Kamera hinstellen. Ich bin gerade aus dem Zelt rausgeflogen. So ist das Ding losgegangen.
erstmal einen Steilhang hier rein. Hat Bock der Fisch, hat auf jeden Fall Bock. Schön losgeschossen. Hier vielleicht vorher ein bisschen Platz frei machen sollen. Bin hier komplett jetzt drin im Steilhang. Komplett aus dem Schlafsack eben rausgeflogen. Ich hoffe, dass er nicht in die untere Rute rein schießt jetzt. Was er macht, der Fisch. Aber im Notfall hole ich mir nasse Füße. Jetzt schwimmt er nach oben, der Fisch. Schön losgeballert, richtig schön losgeballert. Schwimmt nach oben gegen die Strömung. Dann habe ich natürlich viel Kraut im Uferbereich. Rotex liefert. Erst eine Nase. Und das sollte jetzt, glaube ich, der erhoffte Flusskarpfen sein. Kann man kriegen. Richtig losgeballert. Schlagschmiss drauf. Aber ein schöner Flussschuppi. Ohne große Vorbereitung. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich schiebe mal kurz den Kescher hier ein Stück weiter vor. Deswegen benutze ich auch diese Raubfischkescher, dass ich da einigermaßen dran komme. Richtig abgeschossen, der kleine Stinger hier. So. Na komm her. Zack. Da ist er drin. Da ist er drin. Unglaublich. Zurück am Hausfluss und direkt nach der Nase ein Karpfen abgeschöpft. Mega. So, ich zeige euch mal schnell. Hang erstmal wieder hochkrabbeln. Ja, der Doppelboilie hat geliefert. Er hat mich richtig von der Liege runtergeballert. Schöner Neckarschuppi. Nicht der größte, aber ein toller Erfolg. Ohne große Vorbereitung zum Zielfisch. Petri Heil. So, jetzt schaut mal die nachgehärteten Hookbaits. Ja, den Köder kann ich direkt wieder einsetzen. Da muss ich nicht mal den Boilie jetzt wechseln. Kommt direkt wieder raus, die Rute. Schauen wir mal, ob da noch eine Anne geht. Ein bisschen Futter kommt auf jeden Fall noch nach. Aber der Plan geht schon mal auf. Mega. Direkt in der Heimat, hier am Fluss, läuft. Macht richtig Spaß. So, wieder raus das Teil. Finja ist nicht so begeistert. Die will einfach nur pennen. Aber wir wollen angeln. Weiter geht's.
The next one. Guten Morgen. 3 Uhr. Der nächste Huber. Der ist schön durchgerannt. Und bisher nur die linke Rute. Verrückt, ne? Wirklich verrückt. Gibt natürlich nichts Besseres, als nachts hier in den Brennnesseln drin zu sitzen mit seiner Schlafanzughose. Er will immer wieder in die Krautfelder da hinten rein. Und eine Power, die Flusskarpfen, das ist der Wahnsinn. Er kommt nicht hoch. Er wühlt sich hier richtig durch die Pflanzen am Ufer. Jetzt kommt er, jetzt hat er verloren. Jawohl! Schöner Schuppi, da kann man nicht meckern. Ich hocke schön mit meiner Schlafanzughose hier mit dem Popo in den Brennnesseln. Ich merke es jetzt. Alter Falter, ist das ein langer Fisch. Mega langer Wildkarpfen. Wirklich, wirklich brutal. Schaut euch mal dieses Paddel hier an. Ist klar, dass der abgeht wie ein D-Zug. Brustflossen. Damit macht er natürlich richtig Rambazamba. Schaut euch mal diesen urigen Wildkarpfen an. Unendlich lang. Ein richtiges Torpedo hier im Fluss. Wahnsinnsfisch. Die Schwanzflosse hinten. Das Paddel. Klar, dass der Gas gibt. Wirklich eine ganz, ganz verrückte Nacht hier im Fluss. Unglaublich, unglaublich. Ist wirklich verrückt, ne? Bisher alle 3 Aktionen, die Nase und die 2 Schuppis auf die linke Rute. Auf der rechten Rute bisher gar nichts. Ich habe jetzt die rechte Rute auch noch mal neu geworfen. Gleiche Köder drauf. Alles eigentlich komplett gleich, aber links alle Aktionen. Und normalerweise sagt man ja im Fluss, also der Neckar fließt hier von oben nach unten, von links nach rechts, dass die ersten Aktionen, so ist es auf jeden Fall beim Welsangeln oft, immer auf die untersten, also auf die Ruten, auf die Köder, die flussabgelegt sind, die ersten Bisse drauf kommen. Ja. Ich habe die Ruten ein bisschen gestaffelt. Die eine, die linke ist ein bisschen weiter draußen, die rechte ist ein bisschen weiter drin. Aber alle 3 Fische bisher auf die oberste Rute, von der Strömung her gesehen, wirklich komisch. Ne? Kann man nicht verstehen, aber ist eigentlich auch wurscht. Ja? Hauptsache, es geht was an. Wie gesagt, ich habe jetzt die rechte Rute, wo bisher keine Aktion war, nochmal neu geworfen. Ein bisschen weiter in den Fluss raus. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Karpfen eher weiter draußen an der Kante entlang ziehen. Schauen wir mal.
Aber ich bin auf jeden Fall schon mega happy. Mein Hausfluss, der Neckar, kann auch wirklich zickig sein. Also es gibt da noch Phasen von früher, wo ich mich daran erinnern kann, wo ich hier die ersten Schritte im Karpfenangeln gemacht habe, wo man wirklich 2-3 Tage gesessen hat, um einen Huber zu bekommen. Heute Nacht ist an Schlaf nicht zu denken. Jetzt bist du wieder ab. Ein schöner Schuppi. Richtig schöner Schuppi. Ja, sie werden größer, sie werden größer. Die wollen jetzt schon mal ankommen. Einen Fehler machen. Und wenn er jetzt noch mal los schießt, ist er weg. Hoppala, komm. Na komm. Hup, komm rein. Jawohl. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Richtig schöner, großer Schuppi. Unglaublich. Jetzt haben wir hier ein bisschen Chaos. Haben uns irgendwie die andere Schnur hier mit eingesammelt. Aber das kriegen wir geregelt. Alter Falter, sie werden größer. Jetzt kommen sie langsam. Die dicken Neckarschuppis. Schaut euch mal diesen Wahnsinns-Schuppenkarpfen an. Mega, mega. Petri Heil. Und zwar ein bisschen Chaos jetzt. Der hat die andere Rute mit eingesammelt, aber ein richtiges Brett. Ein richtiges Brett hier. Ein richtiger Flussnomade. Wahnsinnsfisch. Aber jetzt habe ich nochmal gut Action. Absolut brutal, Jungs und Mädels. Wir haben jetzt fast 5 Uhr, es wird jeden Moment hell und beide Ruten sind komplett Schrott. Alles verwurstelt, habe die andere Rute eingefangen, hat sich alles schön verwickelt, habe ich jetzt alles erstmal auseinanderschneiden müssen. Neue Schlagschnur montieren, Vorfach ist noch gut, klar, die Hookbaits, die haben sich jetzt verdient, aber der Haken ist noch scharf. Er hat jetzt 4 Fische gebracht, 3 Karpfen und die Nase. Aber der Haken ist echt noch top. Kann man nichts sagen. Fürs Angeln hier am Fluss auf jeden Fall ein mega Haken. Vorfach ist auch noch gut. Neue Schlagschnur drauf. Und dann geht's weiter. Wirklich brutal. Also ich muss sagen, der Neckar zeigt sich heute von seiner besten Seite. Und wir haben gerade einen Tag ein bisschen vorgefüttert. Das läuft. So, beide Ruten jetzt wieder neu zusammentütteln. Vielleicht kriegen wir noch einen im Hellwerden. Ansonsten würde ich mich aber auch nicht beschweren, wenn wir jetzt noch mal 1-2 Stunden pennen können. Alles wieder vorbereitet, alles wieder einsatzbereit. Geht's wieder raus, die Rute. Neue Schlagschnur montiert. 3-4 Rutenlängen. Weiter geht's. Das darf nicht wahr sein, das nimmt kein Ende. Alter Vater. Unglaublich, unglaublich. Das nimmt kein Ende. Das ist ja wirklich unglaublich.
Das ist ja wirklich unglaublich. Das geht auf keiner Kuhhaut, was hier abgeht. Das geht auf keiner Kuhhaut. Nein, jetzt fällt es Licht von der Kamera aus. Wir haben ein Problem, wir haben kein Licht mehr. Akku von der Videokamera versagt jetzt. Oh nee. Alter Vater, unglaublich, unglaublich. Ja, das ist mir auch nicht passiert. Das ist mir auch noch nicht passiert. Kopflampe geht jetzt auch aus. Eben hat es den Akku von der Videokamera ausgeschalten und meine Kopflampe fängt jetzt auch an zu blinken. Im Morgengrauen die vierte Aktion. Das glaubt mir kein Mensch. Das glaubt mir kein Mensch. Brutal. Wirklich brutal. Hoffen wir mal, dass die Kopflampe jetzt wenigstens noch durchhält. Ob man nochmal angeht. Ein bisschen Licht kriegt man jetzt nochmal drauf. Unglaublich. Uiuiui. Habt ihr sowas schon mal erlebt am Fluss? Wahnsinn. Wahnsinn. Ich lag schon das drauf. Wieder die linke Route, die wir eben gerade nochmal montiert hatten. Jetzt kommt da wieder hier vorne in die Krautkante rein, der Fisch. Vorsichtig. Was hier abgeht. Komm, ab und jawohl. Jetzt blinkt sie die Kopflampe. Das ist ja unglaublich. Das ist absolut unglaublich, was hier los ist. Wirklich unglaublich. Schöner Schuppi. Das war die Route, wo wir eben die neue Schlagschnur draufgezogen haben, das Vorfach alles neu angeknotet haben, neu beködert haben. Protex liefert definitiv. Wahnsinn, Wahnsinn. Die Route lag jetzt keine halbe Stunde, jetzt wird es gleich hell. Alle Akkus sind durch. Im letzten Licht der Kopflampe jetzt hier nochmal den tollen Fisch ablichten. Was für eine verrückte Nacht. Ich habe mich eben sogar vertan. Die fünfte Aktion, der vierte Karpfen. Wir hatten ja sogar die Nase noch dabei. Wirklich verrückt. Petri Heil. Guten Morgen, Finny. Hey, aufwachen. Bist du genauso müde wie ich? Na, Wahnsinn, na, dann penn noch ein bisschen. Guten Morgen, alter Falter, bin ich durchgeballert. Ich glaube, ich habe keine Stunde am Stück geschlafen. Und nach den ersten zwei Aktionen war eh kaum mehr an Schlaf zu denken. Ich glaube, das kennt ihr ja selbst, wenn ihr unterwegs seid und es läuft, ist man dann unruhig. Auf jeden Fall
war es eine Wahnsinnsnacht. 5 Fische kamen und ich bin jetzt richtig, richtig schön müde und freue mich auf zu Hause. Hoffentlich gibt es daheim keinen Ärger von Frau und Kind, wenn der Papa jetzt heimkommt und legt sich erstmal ins Bett. Denn die meisten denken ja, ach, wenn die Männer da nachts unterwegs beim Angeln sind, haben sie eh Ruhe, wird die ganze Nacht gepennt und die kommen erholt nach Hause. Ist oft so, wenn nichts passiert. Aber dieses Mal war es anders. Es war wirklich, es war der richtige Wahnsinn. Es hat richtig Spaß gemacht, hier in der Heimat, am Hausfluss. War stark. Wie es weitergeht am Fluss, seht ihr in einem der nächsten Videos. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Man merkt wirklich, dass der Herbst jetzt langsam Einzug erhält. Es ist immer noch sehr warm, aber die Fische schieben richtig Kohldampf. Und ich glaube, wenn jetzt auch die ersten kalten Nächte kommen, das Wetter ein bisschen umschwenkt, geht es nochmal richtig vorwärts. Euch auf jeden Fall viel Erfolg beim Angeln, viel Spaß, egal auf welche Fischart ihr unterwegs seid. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich fahre jetzt nach Hause und hau mich aufs Ohr. Bis die Tage, euer Stefan. Ciao, ciao.